Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hardline. Was bisher geschah? Ihr zwei kennt euch? Dann seid ihr jetzt Partner. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Mittlerweile bekämpft jeder jeden und ich suche mir scheinbar immer die falsche Seite aus. Kai! Ich bleibe bei dir. Hände hoch! Sofort! Detective, wer ist das? Kennt sich mit Tabellen aus. Scheiße. Ja, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Kai. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stoddard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray. Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Ja, Sir. Gut, dann macht hin. Und hat Doss recht? Geht's bei uns verrettet? Wenn Doss besorgt ist, sollten wir es auch sein. Auch. Hey, alles okay? Ja, alles gut. Passt. Korrupte Cops, das kapier ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Da ist unser Mann. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Bleib beim Wagen. Wachhunde, Leo. Blöde Idee. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte Dawes sprechen. Und Dawes schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dawes dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Hey. Man sagt, du hast Tyson Latchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dawes. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Hey, Jacob! Oh, fuck. Auf den Weg! Kai! Oh, shit. Okay, jetzt müssen wir uns ganz schnell entscheiden. Eine Superwaffe, die. Gold natürlich. Scherlauf. Laser. Das. Was brauchen wir hierfür? Alles bestens soweit. Und hier können wir eigentlich. Taser. Wer sind diese Typen? Die wissen, was Leo getan hat. Okay. Ach du heilige Scheiße.
Ja, nach so langer Zeit hört man mal wieder was von mir. Du und die Kopf! Da ist Korn und Fittenbeschuss. 13 geht ran. Alle Einheiten, 13 rücken gegen Verdachtspersonen vor. Er ist die Treppe hoch. Mit Beeilung. Er ist alle. Ist er tot? Jo. Ja, ja, ich mach schon. Ich will doch nur helfen. Ich brauch deine verdammte Hilfe. Ich musste kurz mein Headset leiser drehen, weil das Sound war echt zu laut gerade. Also, es ist schon sehr lange her, dass man mich hört. Oder das ist doch Leo, lass das Rennen sein! Und der Grund, warum ich jetzt wieder aufrege, ist einfach... Nick, da kommen noch mehr! Ja, ja. Ja, danke, ich sehe es. Nie ein Projekt okay. Fertig gemacht. Okay, nicht durch den Pool, also ist er in der Nähe. Ich dachte mir also, was? Noch 13, nie ein Achtung, Projekt in der Nähe ist 627. Was auch stimmt, ich habe noch nie die Story von Black Ops fertig aufgenommen. Ich habe, was war mein allererstes Projekt? Warte, was war das allererste Projekt? Lass mich überlegen. Genau, Last of Us. Last of Us habe ich auch nicht fertig aufgenommen. So, jetzt aber. Gott mit Leo. Okay. Ganz. Niemand ist doch auf dich, Leo. Vorsichtig. Komm hier! Jetzt Remy will jetzt nur reden, Leo! Hände hoch! Hände hoch, alles. So. Niki, das! Verdammte Scheiße! Sind wir uns verloren? Oh, shit. Scheiße! Okay. Alter, ich kann da einfach nicht durchschießen. Wie krass. Oh shit. Okay, ganz vorsichtig. Halt! Keine Hände Bewegung! Hoch. Okay. Okay, gut. Da geht er mit dir, Alter. Experte Level 15, nice. Okay, sie sind da hinten. Die letzten werden wir jetzt wieder festgehen. So, ganz euch! Okay! Läuft ja wie geschmiert. Okay. Da ging es ja nicht lang. Hier geht's lang, genau. Leo, Mann, bleib stehen. Wir wollen nichts von dir. Nur deine Tasche. Wo ist da jetzt schon wieder der Spinner? Leo, ich werde schießen. Das Tempo traut man ihm gar nicht zu. Im Hotel wird es eine Wachzentrale geben. Ich suche ihn auf den Kameras. Ah, shit. Gut. Sag Bescheid. Los, zumachen und runter! Aus dem Weg, verdammt, los! Ich kriege Durchsage für alle Gäste. Böse Jungs! Es liegt ein Notfall vor.
dich gleich. Sag das den Idioten, die hier rumballern. Wir haben gerade schon geballert. Ich kann nicht schossen. Mach dich kalt! Ah. Oh ja, die ist schön, die Waffe. Der steht nicht mehr auf. Okay, ganz ruhig. Fuck. Ganz ruhig, Leo. Ich habe die Wachzentrale gefunden. Geh weiter den Gang runter, dann stößt du auf die Lobby. Da ist Leo. Okay, mach ich. Da ist der Nick. Über der Lobby im ersten Stock. Bewegt er sich? Er ist in einem der Büros. Fuck, Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Die dürfen mich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Alles klar. Pass schon auf. Okay. Weiter. Schwärmt aus und findet Lee. Halt! Polizei! Warum legst du dich hin, du Idiot? Warum legst du dich hin, du Trottel? Nein! Du dämlicher Idiot! Ich hatte ein paar Headshots. Gasgranate? Was? Ist ein schlechter Scherz, Jungs, oder? Jungs, vertreibt mich. Ich bin Mendoza. Nicolas Mendoza. Der Typ, der euch Headshots gibt. Headshot, schon wieder. Warum wechsle ich immer zum Tonreich, Depp? Irgendeiner lebt noch. Wo? Oh, meine Güte, das sieht ja komplett schief. Noch schlimmer kann's ja wohl nicht werden, oder? Dafür, dass das dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey! Kai! Kein verdammtes Wort mehr über meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Papier! Oh Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine! Hey, du hast ihn so zugerichtet. Los, hoch in die Büro! Shit. Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du auch willst. Und das nennt Dos also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm du sie. Okay, ich hab mich getäuscht. Es kann immer schlimmer werden. Okay. Sie sind überzahlt. In der Überzahl. Wow, erschreckt mich. Gut. 1199, Officer am Boden. Gut. Erschreckt mich doch nicht. Das ist nicht erschrecken, das ist umbringen, Alter. Ist ein großer Unterschied, Digga. Ja gut, dann nehmen wir eben dich. Ja, passt schon. Gold.
Meine Güte. Captain Doss, wir haben Leo. Wir versuchen es durch den Haupteingang. Ich komm rüber. Sollten uns mal umsehen. Dass er überlebt. Und also geht von den Kollegen. Eins ist klar, wir müssen sie töten, denn leise kommen wir da nicht durch. Sucht weiter! Noch mehr Bullen! Macht den Platz und dann weg hier! Ich hab ihn! Oh shit. Bitte keine Shotgun mehr. Bitte keine Shotgun. Diesmal habe ich dich, wenn du hochkommst, Alter. Er kommt hoch, oder? Er kommt hoch. Ja, 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 ja. Ja, Mann. Hab ich dich, du Penner. Oh fuck. Werfen doch mit Gas, oder? Würdet ihr bitte aufhören, für eine Sekunde mal diese scheiß Gasgranaten zu werfen? Danke. Keiner? Hier drüben. Nein? Nachschlag? Jetzt unserem Passagier. Seid ihr okay? Meine Güte. Wir müssen hier weg. Durch den Haupteingang. Wow. Ho. Kannst du den das fahren? Das gefällt mir. Leo ist da. Los! Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster. Okay, fahr los. Wir haben Leo. Wo soll er hin? Ja, ziemlich brenzlig. Okay, wir fahren über den Damm. Okay, geht klar. Er ist angekommen. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der Brücke ist die Bürgerlage. Oh, shit. Ich hab eine Idee. Ich liebe meine Idee. Ein Hubschrauber? Leo ist wichtiger als du glaubst. Folge dem Leo. Ach, scheiße. Was willst du denn anlegen? Nochmal. Oh shit, was für dein. Was für dein. Wie man sieht. Los, komm! Ach du Scheiße. Alter, los! Sowas würde niemals mächtig leben, weil funktionieren Kinder. Merkt euch das. Oh shit. Oh shit. Da ist das! Hat prima geklappt. Detectives! Tja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht! Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch! Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Ach. Was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat.
Das war Episode 2. Yeah. Aber wie immer habe ich nicht mehr genug Zeit, die dritte anzufangen. Deshalb müssen wir uns einfach mal angucken, was in der nächsten passieren wird. Also, viel Spaß. Nächstes Mal bei Hardline. Was ist überhaupt in dich gefallen? Ich bin unsichtbar. Ein Dreierteam geht rein. Ein Team bleibt hier dran.